unterwegs, wie man nicht schwer erkennen kann. Ich mach mal Radio leise. Die beiden Kleinen müssen zum Kieferorthopäden, zu ihrem normalen Kontrolltermin. Alle 6 bis 8 Wochen müssen die unbedingt immer hin. Ich muss mal gucken, ich habe Christians Behandlung ist bald abgeschlossen, dann kriegen wir das Geld, was wir bezahlt haben, zurück. Raphael hat gerade letztes Jahr erst angefangen. Ja, und Isabel ist gerade mittendrin. Wie lange die noch braucht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt unterwegs in die Stadt und müssen mal gucken, wie lange wir jetzt da bleiben, was wir noch alles erledigen, wie lange der Termin überhaupt dauert, ob Isabel heute überhaupt zum Training kann. Ja, und wenn nicht, dann ja, dann ist das so, dann kann sie heute nicht zum Training, werde ich sie abmelden und dann bleiben wir einfach in der Stadt und erledigen ein paar Sachen mehr. Sie braucht nämlich dringend leere CDs, auf die sie was brennen kann für ihren nächsten Wettkampf. Weil die jetzt andere Übung am Boden hat, braucht sie auch andere Musik. Die muss auch länger sein als vorher. Und jetzt suchen wir nach passender Musik im Internet, die wir uns dann nehmen dürfen können. Und dann müssen wir das brennen. Aber zu Hause ist leider keine einzige leere CD mehr. Klasse, ne? Dann müssen wir heute gucken, wo wir am besten ranfahren. Und dann, ja, wie gesagt, wenn es nicht klappt mit dem Training, dann lassen wir das heute ganz sein und wir werden dann noch, da kommt was, ein paar andere Sachen erledigen, wie einen Verrechnungscheck zur Sparkasse bringen, zur Bücherei fahren, meine Bücher entweder abgeben oder wenn es noch klappt, noch einmal verlängern. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie war immer so viel los oder ich hatte auch keine Lust mal zwischendurch. Meine Bücher zu Ende zu lesen, die ich auch mir ausgeliehen habe. Aber eigentlich bin ich eine richtige Leserate. Ohne Bücher auf längere Zeit kriege ich Entzugserscheinungen. Leider hat keins meiner Kinder diesen Gen geerbt. Ich lese in letzter Zeit auch relativ gerne. Naja, aber nicht in diesen Mengen, die ich in eurem Alter verschlungen habe. Ne? Also. Nö, und ich lese auch keine normalen Bücher. Ja, Mangas sind keine Bücher. Ohne dass es gibt keine Mehrzahl davon. Es ja, ist Manga. Ja gut, sorry. Wollen wir uns jetzt hier vor der Kamera streiten, ob Manga oder Mangas? Kannst du selbst googeln. Ja, Google. Ohne Google geht gar nichts. Wir haben zu Hause eine riesen Lexikothek stehen. Ne? Nutzt in den letzten Jahren gar keiner. Ja. So viele dicke Bücher mit allen möglichen Wissen vollgestopft. Als wir die damals angeschafft haben, am Anfang hat Manuel und Christian noch für irgendwelche Referate mal was gebraucht und haben das gesucht und geguckt und abgeschrieben und so weiter. Heutzutage wird alles einfach in den Computer eingegeben, fertig. Ganz toll. Aber ganz ehrlich, ich bin mittlerweile selber auch fast so geworden. Es ist viel einfacher, okay, Google zu sagen und dann zu fragen. Es wäre so witzig, wenn mein Handy jetzt angehört. Was man braucht. Ne, als jetzt erstmal so ein riesen Lexika zu nehmen und durchzuwälzen und abzuschreiben. Ne, also das. Aber die Bücher sind noch da. Das stimmt. Und die sehen richtig schön aus. Ja, wenigstens dafür sind sie im Moment gut, dass sie gut aussehen. Ja. Okay, ich werde mich dann später melden. Ich glaube, dieses Video wird mehrere Tage umfassen. Ich wollte mich nur heute kurz melden. Wir haben gerade Dienstag. Ja, Bescheid sagen. Christian hatte heute keine Fahrstunde. Das heißt, er wird höchstwahrscheinlich morgen keine Fahrprüfung haben. Aber das ist auch nicht so schlimm. Dann hat er die Fahrprüfung nächste Woche. Kann er noch ein bisschen üben und dann sehen wir weiter. Gut, Isabel, du kannst die Kamera erstmal ausmachen. Wir sind hier gerade bei Action und im Moment suchen wir Isabel, wo auch immer die gerade wieder ist. Easy. Die sucht wieder irgendwas. Wir sind gerade fertig gewesen bei unserem Kieferorthopäden und es gibt gute Nachrichten. Nicht nur Christian ist fertig mit Behandlung, sondern Isabel auch. Ab jetzt muss ich nur noch mit Raphael hinfahren. Und die anderen beiden nicht mehr und wir kriegen das Geld, was wir bezahlt haben.
Also die Zuzahlungen gibt es dann zurück. So, wir sind jetzt endlich wieder da. Es ist auch schon 7:45. Wir waren um 3 hier weg. Also ganz schön lange unterwegs gewesen. Wir waren dann noch auf der Suche nach, wie heißen die Dinger nochmal? Barrenriemchen für Isabel, ne? So, damit die Handflächen geschützt sind. Beim Stufenbarren in der Innenstadt, da ist ein Sportgeschäft, aber die haben überhaupt nichts für Turnerinnen. Wir haben 3 große Turnerinnenmannschaften im Landkreis und die haben nichts, keine Anzüge, gar nichts. Naja, haben wir einen Spaziergang durch die Stadt gemacht. Dann waren wir noch bei Action, habe ich ja kurz gezeigt. Filmen, genau, da wurden den Kindern die Brillen wieder gereinigt und ein bisschen gerichtet und bei Rewe waren wir. So, und erstmal, hier habe ich jetzt 3 Tüten, wir haben gar nicht so viel eingekauft, aber ein bisschen schon. Und Isabel hat sich auch was geholt. Das zeigen wir jetzt hier so ein Schwenk rüber. Ja. Ich will mich ein bisschen an Ölfarben einbauen. Ja. Da hat sie sich von ihrem Taschengeld Pinsel gekauft. So ganz viele Farben, ganz viele verschiedene. Dann und Leinwand, so eine. Und eine Staffelei mit noch einer Leinwand. Genau, und hier, das keine Ahnung, was das ist. Das sind, ja. Das noch 2 so, keine Ahnung. Macht, dass die Farbe länger hält auf den Leinwänden. Genau. Und dann habe ich bei Action auch was geholt. Und zwar diese Anti-Rutschmatte für die Schubladen. Mama hat mir letztens welche mitgebracht, hat aber nur für 2 Schubladen gereicht. Und ich habe jetzt noch einmal, da sind 1,5 Meter, gekauft und werde das dann in die Schubladen, wo die Teller drin sind, auf jeden Fall reinpacken. Und dann braucht Isabel, habe ich ja erwähnt, Musik für ihre Bodenübung. Und wir hatten keine CDs mehr im Haus. Habe ich bei Action die CDs noch geholt. Und dann habe ich die beiden geholt. Ich muss überlegen, ich will ein bisschen Farbe hier in die Küche bringen. Wo ich das hinstelle, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben wir die gekauft noch. Dann habe ich hier so ein Rema-Pad gekauft. Ich werde meinen, der ist noch größer, Raphael abgeben. Und den packe ich bei mir am Computer hin. So viel größer ist der gar nicht. Doch, doch, schon. Ein bisschen länger ist er. Nee, ein bisschen breiter. So, dann habe ich hier, wollte ich ausprobieren, für die Geschirrspülmaschine. Die hat nämlich kein Pulver. Ich benutze sonst immer Pulver. Habe ich jetzt die Tabs gekauft. Dann für die Küchenlampe hier, die am Fenster ist, 2 Glühbirnen. Dann jede Menge Pflaster. Die Kinder meinten, wir haben keine Pflaster mehr. Und stimmt, wir haben nicht mehr so viel. Also hier so ganz normale Fingerpflaster. Und fürs Auto, wenn ich mal unterwegs bin, kaufe ich mir gerne mal bei Edeka oder irgendwo, wo es gibt, wo es Salatbar gibt, Salat. Und bei uns im großen Edeka zum Beispiel kostet Besteck extra 15 Cent. Und dann habe ich mir gedacht, ach nee, ich habe immer im Auto jetzt so Plastiklöffel oder eben Plastikgabel liegen und die Gabeln gehen langsam zu Ende, also habe ich mir jetzt hier ein paar Tüten Plastikgabeln gekauft. Das war es jetzt mit Action. Dann waren wir noch kurz bei DM. Madame hat sich auch Lippenstift gekauft, aber die hatten schon nach oben gebracht. Das ist jetzt der. Und ich habe mir auch bei DM nur so ein Lippenstift gekauft. So rot ist das. Mama meint, das ist für mich zu dunkel. So, und dann waren wir bei Rewe. Und bei Rewe habe ich erstmal wieder Möhren gekauft. Dann einen Eisbergsalat. Dann Paprika. Paprika, genau. Ein paar Äpfel. Mandarinen, genau. Tomaten, ja, so Naschtomaten. Ne? 3 verschiedene Sorten sind das hier. Christian mag das gerne, kann er gerne zur Arbeit mitnehmen. Und dann Brötchen, 2x Weltmeisterbrötchen, die mag ich sehr gerne. Und 10, die waren nur für 10 Cent das Stück, normale Brötchen. So, die Tüte ist alle. Wurst. So eine Fleischwurst. Dann 2 verschiedene, einmal à la Bruschetta
Und einmal Kirschpaprika, das benutze ich ja auch zum Kochen, wie ihr wisst. Monsterbacke. Zweimal Monsterbacke. Und Cheese Sticks. Genau. Dann haben wir Dressings gekauft. Einmal Joghurt, groß, einmal kleiner von Joghurt mit Kräutern. Und dann... Und French. Genau, French, genau. Den habe ich gerade gesucht. Das ist mein Lieblingsdressing. Dann geriebenen Gouda einmal. Und der Joghurt ist auch Joghurt kaputt gegangen. Oh, das ist jetzt doof. Der da. Der ist mir vorhin auch runtergefallen im Laden. Also bei der Kasse. Der doch. Ist das nicht. Das ist einer von dem Kirsch, aber. Sicher? Nee, der Erdbeer. Der Erdbeer. Der quetscht. Wir haben 4 Joghurts gekauft und einer davon ist jetzt kaputt. Den kannst du ganz schnell jetzt in deinen Becher reinstellen und aufessen. Er mag die aber nicht. Ja. So gern. Isabel hat für sich noch den hier ausgesucht, Landliebe. Wir haben noch Milchschnitte und Kinderpinguin. Genau, das müssen wir. Da ist Joghurt drauf. Abwaschen. Und das war's dann auch. Isabel hat sich noch den Chai Latte ausgesucht, Schokolade. Mein Lieblings, ey. Und Raphael wollte unbedingt noch hier sowas. Gummizeug, ist. Ja, das war es dann auch. Jetzt habe ich Joghurt auf den Arm und auf den Fingern. Ja, dann waren wir ja in Rewe. Und vorher hatte ich von Indeed, kriege ich immer Nachrichten mit Jobs, ne? Jobangebote hier in dem ja, im Umkreis von 30 Kilometer von meinem Wohnort. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen im Laden, sonst hätte ich den nach ganz oben gepackt. Dann ja, habe ich nachgefragt, bei Rewe im Bistro gibt es im Moment, der sucht händeringend gerade jemanden. Und würde mich am besten sofort nehmen, ne, anstellen da jetzt im Bistro auf Teilzeit. Aber ich muss mir das noch überlegen. Ich glaube nicht, dass ich das mache, denn ich müsste dann samstags arbeiten. Und das ist nicht vereinbar mit unserem Glauben. Ne, also wenn es jetzt ein Bevensen, also bei uns hier in der Gegend wäre, dann hätte ich sagen können, ich arbeite samstags nicht, dafür aber sonntags. Denn wir haben... Zum Beispiel bei Lidl und Penny und Netto Edeka. Und Edeka auch, die sind jetzt schon, Isabel, wackel bitte nicht den Tisch. Die sind jetzt schon sonntags geöffnet, von 10 bis 18 Uhr. Ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt einige sagen, bitteschön, übernimm du meine Sonntagsschicht, ich arbeite dann für dich samstags oder so. Da muss ich auch noch gucken, ob ich mich hier irgendwo bewerbe. Dann sucht ein Kaffee und Konditorei jemanden. Da muss ich gucken, vielleicht bewerbe ich mich dort. Aber eben muss ich, ich habe das auch gleich von vornherein gesagt, also ich kann eigentlich samstags nicht arbeiten. Also mache ich nicht. Als ich im Hotel damals gearbeitet habe, sind sie darauf eingegangen. Ich habe dann sonntags gearbeitet und Samstag hatte ich dann immer frei. Und hier hätte ich nur einmal im Monat samstags frei. Und dann eben Schichten von 6 Uhr bis 22, ne, 3 verschiedene Schichten. Bis Christian mit dem Führerschein fertig ist, meinte er, ist kein Problem, dann kann ich die Schicht von 9 bis 15 Uhr nehmen. Aber sonst muss ich doch schon ab und zu mal Spätschicht machen oder eben auch Frühschicht. So, jetzt... Frage aller Fragen, ne? Ich glaube nicht, dass ich das mache, aber eine Überlegung ist das natürlich wert. Ne? Der würde wirklich sofort sagen, kannst gleich ab dem 1. Februar anfangen, die suchen ganz dringend. Ja, das war jetzt unser Tag. Ich habe kurz in Action erwähnt, ich habe jetzt 2 Kinder, die mit der Behandlung beim Kieferorthopäden abgeschlossen haben. Jetzt haben wir nur noch Raphael, den ich alle 6 bis 8 Wochen hinfahren muss zur Kontrolle mit seiner Zahnspange. Und das ist auch schon mal ganz gut. Ein paar Termine weniger. Und ich muss jetzt nur noch ein Jahr die selbstständig tragen, die Zahnspange. Genau, die kriegt ihr sowieso nur nachts. Ja, und dann kriegen wir das Geld zurück, was wir jetzt im Laufe dieser 4 Jahre an Zuzahlungen bezahlt haben. Und das bekommen wir zurück. Ist auch nicht schlecht. Ja, das war es dann eigentlich heute. Heute wird ja nichts gekocht. Wir waren bei McDonald's, haben was mitgebracht für die Jungs und für Papa. Jetzt haben sie das alles auch schon verspeist.
Und ich werde jetzt alles mit Isabels Hilfe hier verräumen. Und dann setze ich mich an dieses Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn nicht gekocht wurde. Ab und zu gibt es von mir auch solche Videos. Und wenn ja, dann Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!